Und weiter geht's mit Let's Play Darksiders 2. Nächster Teil und auf die Türe und zu den großen guten Sachen. Und hallo. Oh, a lever. And what happened? Hey, da waren wir ja schon mal. Betätigen wir mal den. Okay. Okay. Ja. Impossible. Impossible. Da. Take that and nothing is impossible. So. Da hinten ist wieder so ein Kackbratze. Der Kack bratzt aber auch schon von Lahn weg. Das ist auch schön. Komm her und lass ihn die ganze Zeit bitten. Was sind das für Ort, ha? Arreus und tschüss. Weg ist er. So. Aha. So. A different time. Beziehungsweise die Jetztzeit. So. Könnte ich mir so ein... eine Seite holen? Das machen wir auch. Ah, das geht auch. Sehr schön. Das Viech ist verpackt. Sehr schön. Soll da rechts sein. Alle ab. Und da ist die Seite. The third chapter haben wir jetzt auch schon ein bisschen zusammen. So. Ah, da geht's rauf. Okay. Alles sehr verwirrend. Muss ich schon sagen. Oh, Cutscene. Oh. Da löst sich hier wirklich alles auf. Oh, das schaut doch verdächtigst geil aus. Moment, das ist ein Thron, oder? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal dahin. Na gut. Ja, natürlich ist... das ist der Thron. So. Dann schauen wir mal, wie es da früher ausgeschaut hat. Oh, mit dem Kollegen da. Mit Samael. So, the Chad Council sends only one horseman, even to the past. No, this visit is unsanctioned. Ja. In fact, no one knows you're here. Not a soul. Hand over the key, it could be our little secret. Pitiful. Oui. Flawed castings from a perfect mold. Absalom was always stronger than the rest of you. Okay. You'll find me strong enough, Samael. Ah. Yes. You have overcome many obstacles to stand here before me. But sometimes the hero dies in the end. Ask your brother. Will you surrender the key? Or must I take it? Horseman, you already know the answer. Der Hund hat riesen Flügel. Super. Es blubbert und Samuel ist hier. Cool.
Kollege ist aber echt ein Problem, hä? Seinem hohen Tempo. Und Teleport Slash. Oh ja. Schon wieder da drüben. Oh, oh, oh. Was ist denn jetzt? Ei! Aha! Okay. Na komm her, ha? So, und Teleport Slash. Oh, da haben wir dann schön getroffen. 1, 2, 3. Oh, 4, 5. Ah, da hat er uns getroffen, ein bisschen. Und wieder der Slash. Ja! Wie war Stay Down? Okay. Die Brücke baut sich auf. Und hat er mal so einen Server. So, was ist los? Au. Au. Eieiei. Ich hab gedrückt. Aber nicht schnell genug. Ich hab gedrückt, aber nicht schnell genug. Na gut. Aha. So, so. Der Loch da. Erst weiter. Chill. Das ist aber ein bisschen uncool. Ich hätte ja mal die Reaper-Form benutzt, das ist ja praktisch bei der Aktion. Was machen wir jetzt eigentlich einmal? Stay down, Horseman. Nee, nee, nee. Hier bin ich der Chef. Aus einem Reaper. Okay. Nein! Ja, das Pferd da beschwören, ist klar. Das fällt da wirklich nur tot ein. Und zwar, wenn er mir gerade mal richtig langweilig ist. So, haben wir uns einmal zwei Tränke in den Kopf. Alter Schwede. Du kannst ja echt übertreiben. Eieieiei. Wenn er dann auch noch brennt, ist überhaupt nicht gut. Noch einmal einen Lebenstrank. Und durch teleportieren, würde ich sagen. Und nochmal. Ja! Und nochmal. Komm. Und nochmal. Nein, nicht Horse, Mensch. Oh, getroffen. Oh, da haben wir ihn getroffen. Ah. Interesting. Perhaps you succeed after all. Either way, it will be quite a show. Okay. Und weg ist er. Boah, wir haben ihn besiegt. Demon Key. This demonic key will grant entrance to the Well of Souls. Das ist schön. So. Ah, und eine Kiste. Gibt er uns auch noch. Kann man den Health borschen und ein Gewürzhämmerchen. Gut. Und dann heißt es wohl zurückporten. Mhm. Tree of Death. Mal dahin zurück teleportieren. It will quite a show, ja. Das glaube ich auch. So. I have the key, Crowfather. Guten Tag. Then at last you may enter the Well of Souls. But once undertaken, there is no returning on this path.
I've come this far, Crowfather. I'm not turning back. Then be warned, Rider of Death. A dark presence guards the well, and the seeds of corruption writhe within. The well is corrupted. Yes, but not the nameless kind you have faced thus far. No. Corruption has chosen a champion, a voice to sound its clarion call. Then I will see this finished, here and now. Remember what you have learned, Ryder. Corruption is the end of all things. Even death. A test? The tree, the keys, the well. Why do I get the sense you are testing me? You test yourself, old friend. For what you've done, for what you had to do. And now you face the ultimate test. Will you bring death or give life? Okay. Haha. Ah, zwei Schlüssel. Die Türe öffnet sich. Eieiei. Wollen wir da jetzt wirklich rein? The Lord of Blackstroke. Skillpoint awarded. Ja, dann wollen wir das mal anschauen. Enter the Well of Souls. Mach mal, nachdem wir einen Skillpunkt vergeben haben. Außerdem haben wir da eh schon so das Gefühl, dass das der letzte Teil werden könnte von dem Let's Play. Und rein hier into the darkness. Das dürfte jetzt interessant werden. Oh, das schaut mystisch aus. Ich spiele jetzt einfach mal weiter. Auf was, dass das wirklich schon die letzte Folge werden könnte. Oh ja. Heieiei. Have you ever wondered, Death, why you are untouched, while those around you wither and rot in the grip of corruption? Could it be that you are already blackened by the sin of betrayal? How can you defeat that which seethes in your own heart? You cannot stop me without forever damning your soul! Okay. Then so be it. Oh, das war groß. Aber da auf Chaos. Na gut. Teleport Slash hat noch niemanden geschadet. Okay, der Mann hat eine große Reichweite. Aber ich habe meinen Teleport Slash. Oh. So, dann jetzt. Nutzerwert und Execute. Oh, abgefangen. Oh. Bang. Eieiei. Soll sich lohnen. Na, schwach ist er nicht. Aber ich auch nicht. Und nochmal durch. Aha, der schlagt auch zurück mit dem Teil. Eieiei. Laut doch noch, Mensch. Den Botslash. Ja. Oh, Reaper Storm kennt man aus. Ja. Note, das schmerzt. Und Execute. Aua.
kleiner. Süß. Okay. Half Portion, Ref Portion. Weak? Das während du aufs Maul kriegst. Das ist frech, ganz ehrlich. Even for war. Na? Muss ich machen? Schlagen und... Nein! War nicht schnell genug. Was ist das los? Aus! Aus! Ich sagte aus! No. So. Half-Portion. Und den Rot-Slash. Und Harvest. Und nochmal ein Teleport-Slash. Aber der Teleport-Slash, der fährt echt am meisten. Das muss man einfach mal so sagen. Oh, komm schnell und komm. Ja, er hat mich befreit. Sehr gut. Und Teleport-Slash. Eieiei. Und nochmal Teleport-Slash, komm. Ja, er hat getressessen. Gibt aber auch nicht auf, ganz ehrlich. Das ist echt dramatisch. Und was ist los? Execute? Oder nicht execute? Oh, die Reaper-Form. Oh, aua, 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 aua. Oh. Take my hand once more, brother. Okay. Absalom, stop the corruption. I stand at last at the Well of Souls, with no idea what I must do next. It is quite simple, and yet most difficult. I'm in no humor for riddles, Crowfather. You may tap the power of the well to return the kingdom of man, or you may resurrect the Nephilim. But know that choosing one will forever doom the other. My brother War. I would protect him above all. To return man to the earth will require a sacrifice. Humanity will be sown, but death's journey was not ended. On the shattered earth, his brother War had slain the destroyer. You will be hunted, the White City for certain, the Council, and there will be others. You would wage this war alone? No, not alone. War had broken the seventh seal, summoning the horsemen of the apocalypse. And the number of the riders
shall ever be for. Und das war Let's Play Darksiders 2. Was die Hauptstory angeht, deswegen steht auch bei der Folge groß Ende. Ich plane jedoch noch einige Nebenmissionen von dem Spiel hier zu machen und das auch das weiter zu Let's Playen. Das wird dann einfach unter Let's Play Darksiders 2-Fortsetzung Teil, was auch immer, laufen. Und ja, ich hoffe, ihr schaut's dann oder seid vielleicht dann auch noch begeistert für die Fortsetzung, aber die Hauptstory, wie gesagt, ist eben beendet und da geht es dann eigentlich nur noch darum, Nebenmissionen zu machen und sowas. Ja, soweit zur Fortsetzung von dem Let's Play. Zum anderen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Es ist ein super tolles Spiel, vielleicht spiele ich auch Darksiders 1 nochmal als Let's Play. Beziehungsweise spiele Darksiders 1 generell mal, das habe ich noch gar nicht gespielt. So wie bei Mass Effect bin ich da beim zweiten Teil eingestiegen. Ja, man kann sich jetzt also freuen auf trotzdem noch weitere Darksiders Teile. Dazu würde ich sagen, das Spiel ist auf der Hammer und vielen Dank fürs Zuschauen. Nehmen wir mal hier skippen. Nightmare Mode unlocked, yes. Would you like to start a new game plus with your current character? This will override your save data to complete any remaining quest. Just no and return to your last save. Da sagen wir no. Denn wir wollen ja quasi ganz normal weitermachen. Und eben wie ich ganz normal weitermache, das seht ihr dann beim nächsten Teil oder beim ersten Teil von Let's Play Darksiders 2 Fortsetzung. Teil, was auch immer, und bis dahin tschüss und danke fürs Zuschauen.